Shalom Aleichem, a guten Erev Shabbos. Dieses Shabbat liest man in Torah Parashat Chukat. Chok heißt ein Gesetz. Und so beginnt die Torah, Zot Chukat HaTorah, Asher Tziva Hashem Lemor. Mit die Wörter, das ist der Chok von der Torah, was Gott hat befehlt. Um was geht? In unserer Parasha geht über Para Aduma, über rote Kuh. Was war mit der roten Kuh? Bis heute, seitdem Gott hat die Welt geschafft, waren 9 rote Kühe. Rote Kuh ist eine Kuh, die hat keine weißen Haare, wo es war kein Joch. Sie ist von Natur hergestellt von Gott, um Menschen reinzumachen. Man kann gucken in Torah, im 4. Buch Moses, Kapitel 19, wird genau beschreiben, was macht man mit der roten Kuh? Aber eins ist klar, diese rote Kuh ist ein Chok. Ist etwas, was man kann nicht mit Zeche, mit Verstand erklären. Deshalb, die Tora gibt uns eine Betonung. Chuka chakakti, gzera gazarti, en lecha reshut la'arer achareha. Ein Gesetz habe ich geschrieben, unlogisch, du darfst nicht darüber so viel zu vertiefen und denken. Was heißt das? Ein Mensch glaubt, er kann alles verstehen oder er will alles verstehen. Aber man sagt dem Mensch, Menschele, Menschele, du bist kaum gekommen in diese Welt für eine kurze Zeit. Du bist wie einer, der kommt in Mikve und man sagt, schnell, schnell, rein und raus. Bis du kommst rein in Mikve und du tauchst raus, bist du schon weiter in die nächste Generation. Die liebe Gott führt schon seine Welt 5000 Jahren. Er weiß schon ganz genau, was er macht. Und in Torah gibt uns Gott 3 Kategorien von Mitzvot. Mishpatim. Mishpatim ist logische Gesetze. Du sollst nicht klauen. Du sollst deine Vater und Mutter ehren. Du sollst Bescheidenheit halten. Auch wenn Hashem hat uns nicht gegeben die Gesetze, sagt uns der Talmud, wir hätten das gelernt von einer Katze, von einer Ameise. Von Tieren kann man auch moralischen, harmonischen Gesetze lernen. Die zweite Kategorie von Mitzvot ist Edot. Das sind Zeugnisse mit Hashem. Feiertage, Beschneidung, Tfilin legen, Mezuzah. Das ist Gesetze, was Hashem hat uns gegeben, um mit ihm verbunden zu sein. Aber gibt es auch eine dritte Kategorie. Dritte Kategorie ist zum Beispiel milchig und fleischig. Milchig ist erlaubt. Fleischig ist erlaubt. Zusammen geht nicht. Verboten. Warum? Weil so will Hashem. Genauso hier gibt es ein Chok, ein Gesetz. Man nimmt eine rote Kuh, man nimmt die Asche, man nimmt den Blut und gibt es solche Zeremonien. Und interessant, am Israel, das jüdische Volk, freut sich mit den Gesetzen, mit den Befehlen von Gott, obwohl er das nicht versteht. Aber in dem Moment, wo Hashem hat mir die Gesetze gegeben, ich bin überzeugt, dass er will für mich nur das Gute. Wie zum Beispiel, gibt es einen Schüler und er hat einen guten Lehrer. Und der Lehrer sagt ihm viele Sachen zu tun, Aufgabe mit Erklärung. Mach das, weil das ist gut. Mach das, weil das ist gut. Und er liebt seinen Lehrer. Auch wenn sein Lehrer sagt ihm etwas, mach das und er versteht nicht warum, er ist schon überzeugt von seinem Vertrauen. Mein Lehrer ist so gut, ich glaube an ihn, ich habe an ihn Vertrauen, auch wenn er mir sagt etwas, was ich nicht verstehe, ich bin sicher, es ist für mich Gutes. Es gibt eine bekannte Geschichte, dass der Kohen Gadol in Jerusalem, der Oberpriester in Jerusalem, hatte doch auf seiner Brust 12 Edelsteine oder Diamanten. Eine ist verloren gegangen und die Chachamim, die Weisen, sind gegangen bis Aschkelon zu einem Händler. Sein Name war Dama Ben Netina und sie wollten diese Diamant kaufen von Binyamin. Das heißt Yashfe, so heißt diese Diamant. Und sie haben ihm gesagt, hast du, sagt er, ja, bring, wie viel kostet? Hat er gesagt, die Summe. Kommt er nach ein paar Minuten, sagt er, es tut mir leid, mein Vater schläft. Sie haben geglaubt, vielleicht will er mehr Geld. Komm, wir geben dir mehr Geld. Sagt er, nein, es geht nicht um Geld.
Mein Vater zu ehren ist bei mir ideal. Für kein Geld die Welt, ich werde nicht meinen Vater aufwecken. Sie haben gedacht, naja, Monkey-Business. Er will Geschäften, er will mehr Geld. Sie haben ihm angeboten eine große Summe, sagt er, hör mal zu. Ich bin loyal, ich bin anständig. Preis ist Preis. Mein Vater schläft, komm später. Nach einer Weile, sein Vater ist aufgewacht, läuft er nach die Chachamim und er will bezahlen. Er will verkaufen, Entschuldigung. Er will verkaufen den Diamant. Sagen der Chachamim, komm, wir bezahlen dir die letzte Summe. Sagt er, nein, ich will nicht gewinnen auf dem Gebot, mein Vater zu ehren. Der Talmud erzählt uns, es ist bei ihm in Stall geboren, ein rote Kuh. Und die Chachamim wollten diese rote Kuh kaufen. Haben sie ihn gefragt, was ist der Preis? Sagt er, genau die Summe, die Differenz zwischen dem Preis und dem Diamant. Fragen alle Kommentatoren, wieso Hashem hat ihm gerade gegeben Belohnung durch eine rote Kuh? Warum Hashem hat ihm nicht gegeben Honorar? Soll er was finden, soll kommen ein anderes Geschäft? Warum gerade rote Kuh? Die Antwort ist sehr interessant und ungewöhnlich. Der Satan hat sich beschwert bei lieben Gott und er hat gesagt, guck mal, du hast dein jüdischen Volk gegeben die Tora und hier ist ein Goy, der hat keine Verpflichtung von Tora die Mitzvot zu halten. Guck mal, so gibt man Kavod zum Vater und Mutter. Und Gott war sprachlos. Was soll er sagen? Stimmt, hier ist ein Nichtjude, Dama Benetina, der sein Vater so viel Kavod gibt, so viel Ehre, wo jeden haben noch was zu lernen. Aber da hat Gott ihm geschickt eine rote Kuh. Und er hat Gott wollte beweisen, mein Volk vielleicht hat noch was zu verbessern in Mitmenschengesetze. Aber alle Gesetze, die von Gott gemacht, Gott hat uns auserwählt, dass wir seine Gesetze machen, ausüben in dieser Welt, auch wenn wir nicht verstehen. Jahrenlang, seitdem Gott hat gegeben die Tora, 3000 Jahre, achte jeden auf alle Gesetze, fleischig und milchig, rote Kuh, alle Gesetze, was man kann nicht verstehen, aber Hashem wollte, machen wir. Und das bringt uns auch Motivation, auch alles zu üben, die Mitmenschengesetze. Gut, Shabbos.